meine Kernaufgaben in Bezug auf die Entwicklung von der Compeo-Maschine waren, die Ideen und Wünsche und Forderungen vom Lastenheft aufzugreifen, zu verstehen und umzusetzen. Das beinhaltet natürlich mehrere Schritte. Am Anfang ist das eine Konzeptentwicklung und später ist das eine Detailkonstruktion bis hin zur Fertigungszeichnung. Diese Schritte werden natürlich nicht wie an einem Stück abgearbeitet, sondern da gibt es immer Reviews, viele Besprechungen. Im Idealfall ist der Aufwand bei einer Bestellung von einer Compeo für die Konstruktion null. Somit sollte es so laufen, dass wenn ein Kunde eine Maschine konfiguriert, er glücklich ist mit der Konfiguration und gleichzeitig die Konstruktion nicht aktiv werden muss. Aber natürlich in dem Markt Kunststoffaufbereitung entstehen ständig neue Kunststoffe und damit neue Herausforderungen in deren Aufbereitung. Viele Kunden kommen auch zur Firma Buss, weil wir bekannt sind dafür, dass wir sehr hohe technische Ansprüche haben und auch sehr viele besondere Kundenwünsche erfüllen können. Also auf der einen Seite macht es die Konstruktion schneller und auch effizienter und kostengünstiger. Auf der anderen Seite aber auch komplexer. Der Maschinenzeichner von vor 30 Jahren hat auf einem Blatt Papier mit Tusche und Bleistift noch gezeichnet. Heute tut ein Konstrukteur im 3D Sachen entwerfen, virtuell zeichnen und dann Fertigungszeichnungen erstellen. Aber ich denke, der Konstrukteur der Zukunft wird noch verstärkt über den Tellerrand hinausschauen müssen, noch mehr nachdenken müssen und auch arbeiten müssen an den Schnittstellen zur Fertigung und zum ERP und PDM-System. Wir nutzen fast ausschließlich 3D-Konstruktionen. Wir erstellen die Teile eigentlich erstmal virtuell, dreidimensional. Was jetzt immer mehr stattfindet, ist, man nimmt die 3D-Teile und macht aus dem digitalen 3D-Teil direkt zum Beispiel einen Code für die CNC-Maschine, um dieses Teil zu fertigen. Das heißt, man fängt an, komplette Arbeitsschritte, die in der Vergangenheit sich etabliert haben, zu überspringen. Ich würde diese Entwicklung in diesen Megatrend Vernetzung geben, weil die Computer fangen an, immer mehr miteinander zu reden und sich eigenständig zu vernetzen. Das heißt, man kann ein 3D-Teil, was konstruiert wurde, in eine Layout-Zeichnung, in eine Analyse, in eine Berechnung oder eben auch in eine Fertigung übergeben.